Und damit recht herzlich willkommen auf meinem rostigen Kanal. Ja, Freunde, nach der Zeit für ein kleines Indie-Horror-Spielchen. Heute spielen wir I Want Out. Ich würde sagen, About? Ist es hilfreich? Ah. Ich habe gedacht, dass man vielleicht eine Anleitung, Options, Dialogspeak, Music Volume, Language, Englisch, jawohl, Back. Wir starten mal ein neues Spiel. Wie ihr seht, ist so ein Retro-Pixel-Spielchen. Oh, hey, oh. Low, below. Yes, there, I need help. Er braucht Hilfe. Ich will raus. Ich will raus. I want out. Das sind also wir. Start now. A quick tutorial ist immer gut. Ein quick. This switch displays or hides the interface. You only also move the cursor on the bottom of the screen. Aha, throw, pick, open, close, walk through, like. Aha, aha, use, push, pull, aha. Click to continue. This line, current options, left click, right click, and the active object form, yes. This area shows the 9 possible actions of the game. Throw any item pack any item. Aha, aha, aha. Mhm. Ah, save load. Aha, aha, aha. Nice. Cool. Man kann also saven, das ist immer gut. Walk? Was ist das? Was passiert? Ist das jetzt safe oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Walk, look at the moss. Was ich nehme? Open. Open. I don't know how to open that. Ah, walk. Laufen wir da rum. Kann ich hier lang? Look at the coin slot. Erkunde erstmal hier die Gegend. Look at. It's an elevator. I wonder if it works. Ich kann also mit Look. Da liegt ein Zettel. Gib mir einen Look, look at. I don't want to rummage in there. Ich glaube, es heißt so viel wie. Ich weiß es ja nicht. On the top there are the mainly old packet. Ah! And a metal object, or maybe a plastic one. Nichts Besonderes.
look at the piece of paper. Da wollen wir gleich mal hier gucken. Old papers on the floor. Aber cooles Spiel bis jetzt. Was ist das? Ah, da kann man das auch schon machen. Oh, a telephone. Will the telephone? Nice. It's a public phone. An old one which needs. Ich erkunde erstmal hier die Gegend. Wir schauen an den. It's a suitcase. And maybe I'll follow the interesting stuff. Aber nicht für uns, oder? Look at the elevator. Open, können wir den öffnen? Er kann sich nicht öffnen. Alles klar. Wir laufen also wieder. Alles wieder weg. Laufen wir hier ein bisschen rum. Look at the debris. There was a hall of a lens. Light here it was probably a corridor or a passage. What is possible? The only way out. Cooles Spiel bis jetzt. I think it's a disruptor of subway or train tickets. Nice. The screen is off, it must be out of order. Dann gehen wir mal da hoch, oder? Würde ich sagen. Gucken mal da oben. Schauen uns da mal ein bisschen an. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, mehrere Parts geben. It so has been blocked with wooden boards. It looks ill. Someone didn't want us to get out. Warum sind wir hier eigentlich hier unten? Look at the bar. Through a small, it's the sunlight passing through a small hole. Da oben scheint es nicht. Nein, hier komme ich nicht rüber. Dann gehen wir da runter. Also ich werde auf jeden Fall mehrere Parts spielen. Weil das gefällt mir. Aber ich muss nächstes Mal meine Fresse da runter machen irgendwie. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal runter. Und wo, wieso ist sie mir da unten? Und was ist hier unten passiert? Eine U-Bahn, die so aussieht. Da geht die Treppe runter und da geht die Treppe runter. Wow, look at the statue. Nice. Ich gehe mal hier runter. Kann ich da runter? Was? Look at the water? Wie komme ich da runter? It's a statue of an old man. It doesn't fit in the well. I couldn't say why. Komisch, wie komme ich da? Well, there must have been a hell of flute here.
komme ich hier raus? Jetzt ist I'll still worry. I don't swim. Er schwimmt nicht. And there are things moving around on the bottom. Wo komme ich hier raus? Wie komme ich hier raus, Leute? Eine Vending Machine? Oh, das habe ich doch schon. Ich wollte die Maschine. Wie komme ich hier raus, Freunde? Was ist das hier? Die Vending Machine. Aber wie komme ich raus? Wie komme ich hier wieder raus? Ich habe ja nichts. I want out. Kann ich das aufnehmen? Schau mal da unten. Ich komme hier nirgends raus. A paper. By the humanity it's dry. Ist trocken. Ich komme hier nirgends raus. Talk to the kid? What? Da ist ein Kind? Talk? You. Hello. Let's talk. Okay. Ask him who he is. Where are you? I'm Lucio or Luke. Warum sind wir hier? What I'm doing here. I don't know why I'm here myself. How did you get here? Wie bist du hierher gekommen? I remember playing in the open ground, then I walk up here. Aha, er hat oben gespielt, dann ist er runtergekommen. Ist hier unten aufgewacht. Das ist alles. That's all. I'm scared. Can you help me, please? Condemned wall. The collapsed wall or maybe an exit. Yeah, I'm sure it was a passage, but we'd have to remove everything that's in the way. Ja, wir müssen das aus dem Weg schaffen. Do you think the wooden boards are blocking an exit? Oben destitute. Yeah, but we must first clear the way. Aber ja, aber wie? It must tear or break all the down. Also I must tear or break it all. Ich frage mal, wo wir sind. Weiß es auch, I don't know, I'd like to know the two. The collapsed area may be an exit. Yeah, I'm sure it was a passage, but we have removed everything in the way. Ja, das habe ich doch schon. Kann er uns nicht helfen?
get back to you if you need to. Okay. Ich versuche mal mit Push. Ob ich es irgendwie pushen kann? Pull? Ah, jetzt habe ich ihn. Wir sind also... Pull the wooden board. The boards are too tightly fixed. It's impossible. Und mit Pull? Pull geht nicht. Und wenn ich Push mache? Geht alles nicht. Warte mal. Pick up bar. Vielleicht hilft uns das. It's fixed to the ground. I can't pick it up. Possible to cross by jumping. Scheiß die Wand an. Wie komme ich hier raus, Leute? Ich weiß es nicht. Look at the gargoyle. I've never seen a gargoyle in a station before. The screen. Man kann ja so viel angucken. Wahnsinn. Finde ich viel cooler, aber ich weiß, wie ich da rauskomme. We'll train the rival in the book. Yes. Aber da unten liegt doch was. Look at the rope. Piece of rope that's sticking out of the rocks. Kann ich das aufnehmen? I can't pick up so easily. It's stuck. Shit! Ich hab keine Ahnung, Leute. Das ist so. In der it's a simple metal ashtray. It's sturdy enough to climb on. Kann ich das? Push. Pick up. Damn. Ich weiß nicht, was ich da machen soll, Leute. Wie komme ich hier raus? It's a kind of hatch. Level lighting, it must be electric equipment. Open. Wir öffnen die Mitte.
brauche einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Einen Schraubenzieher. Du sollst da hoch, du Simpel. Finde ich hier nichts. Ja. Moment, ich probiere mal, ob ich hier einen Mülleimer umschmeißen kann. Scheiß die Wand an, ich komme hier nicht weiter. Open the suitcase. Wollen wir einen Schluck trinken? Vielleicht finden wir da was. The zipper was a little stiff, but it's open. Pick up. Pick up the suitcase content. Wir nehmen jetzt mal alles raus. Okay, what's inside? Nice. There's a flashlight. Nice. Chewing Gum, Kaugummi ist immer gut. Shoebrush? Schuhbürste? The rest is dirty clothes. I don't wanna touch them. Look at the chewing gum. It's chewing gum I found in the suitcase. It looks good and I love this flavor. Nice. Look at the flashlight. It's a rechargeable solar flashlight. It's empty. It's useless when it's empty. Ah, ist leer, aber da müssen wir vielleicht hochgehen. A brush. A must be for cleaning. Wir haben also scheiße, nur eine Taschenlampe. Ein Kaugummi. Und eine Bürste. Was mache ich denn mit einer Bürste da unten zum Überleben? Da können wir zu uns selber sprechen. Let's talk. Ach, wir sprechen mit ihm hier. Jetzt habe ich es gecheckt. Ich habe gedacht, da hinten steht einer. Ich probiere jetzt gerade mal was. Leute. Weil hier haben wir ja Licht. Ob man dann... Oh, right click. Moment, Moment, Moment. Oh, ich bin schon ganz nervös. Use. Das ist immer so kompliziert. Use the flashlight on the rain of light. The light should charge the flashlight. Ah, cool. The lamp indicator is red. Da müssen wir also noch ein bisschen warten. It must be charging. Nice.
Lamp Indicator turned green. Wir haben also eine volle Taschenlampe. I think it's charged. Yes. Yes! We have light. Aber was bringt uns da unten jetzt eine Taschenlampe, wenn wir nirgends durchkommen können? Aber Leute, ich würde sagen, für den ersten Part müsste es genügen mit I want out. Oder? Ich probiere jetzt mal, ob ich hier speichern kann. Save. Game saved. Ja, Freunde. Ich bin mal gespannt, was ihr von dem Spiel haltet. Müsst ihr mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen, weil ich möchte unbedingt wissen, wie ich da rauskomme. Es ist ein cooles Spiel. Mir gefällt es riesig. Wow, nice game. I love it. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Rossi-Kanal. Und wenn ihr ein Däumchen für mich übrig habt, freut sich der Rossi sowieso drüber. Oh, nice. Ich bin so aufgeregt. Wie geht es weiter mit I Want Out? Kommen wir da jemals raus? Aus diesem U-Bahn-Schacht? Und was ist hier unten passiert? Und wer sind wir? Oder wieso sind wir hier unten gelangt? Weil er weiß es ja selber nicht, wie er jetzt da runtergekommen ist. Er ist einfach nur hier unten aufgewacht. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid bei I Want Out. In diesem Sinne, genießt das Leben, enjoy life, habt Spaß miteinander, verhaut euch nicht, habt schöne Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Ich sage tschö mit und Finger die Gott, euer rustiger Rentner. Say your goodbye, enjoy life and a Merry Christmas to you and your family. Bye bye, see you next time.